So, liebe Leute, Station Nummer 4 führt uns nicht weit von Vietnam weg nach Shanghai und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Ja, mir ist im Thumbnail tatsächlich aufgefallen, dass ich da eine falsche Flagge eingesetzt hatte. Ich hatte nämlich die chinesische Flagge eingesetzt. Ich habe das jetzt natürlich auf allen meinen Kanälen nochmal korrigiert, also sprich auf YouTube und auch auf meiner Facebook-Seite, die ihr oben rechts verlinkt habt. Da ist soweit alles in Ordnung wieder. So, gucken wir mal rein. Wir haben eine Änderung, dass wir das Sponsoring erneuern dürfen. Und ich mache das auch mal direkt. So, dann haben wir noch ein bisschen Platz für weitere Aktivitäten. Gut, dann machen wir das rein. Dann machen wir ein finanziertes Team-Event rein. Dann sind wir bei ein paar Tagen. Das gibt wieder gutes Geld, was wir reinholen können. Und dann nehmen wir mal noch eine Aufzeichnung dazu für das Fahrer-PR-Video. Und dann geht's los ins Rennen. Beziehungsweise ins freie Training heute. Bisschen Kohle mit rein. Magnetische Verbindung. Klappt laufende Kosten. Gut, okay. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten. Aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. So, wir gucken mal rein, was wir am Reifen, was wir mitnehmen. Wir nehmen die weichere Mischung, wie immer. Und dann gehen wir mal rein ins nächste Wochenende. Wie gesagt, wir sind in Shanghai sogar, China. Und da wollen wir wieder Punkte holen. In Vietnam war es nur durch die Safety-Car-Strategie am Ende nur Platz 9. Da wäre vielleicht mit Platz 7 noch ein bisschen was drin gewesen. Aber ich muss es halt so nehmen, wie es ist. Und mal gucken, wie es jetzt im Wochenende in China sein wird. Ob wir da auch jetzt zum dritten Mal in Folge Punkte mitnehmen können. Naja, einfach schauen. Das ist zum vierten Mal. Wir sind im vierten Rennwochenende der Saison 2. So, dauert wieder einen kleinen Moment, bis er hier irgendwie was fertig geladen hat. So, okay. Wir gucken mal rein, wie die Wettervorhersage ist. Oh, trocken. Qualifying und Renntrocken. Das ist immer eine sehr, sehr gute Information. Es wird das komplette Rennwochenende sogar trocken bleiben. So, irgendwas war da noch mit dem F&E-Baum. Das habe ich zufällig noch gelesen gehabt. Ich würde sowas in der Art empfehlen. So, knallen wir da mal das Upgrade rein. Wir machen mal weiter mehr mit dem Antrieb, weil... Ah, jetzt bin ich gerade so ein Punkt hier, natürlich. Shit. Ankunft, zukünftige Saison. Der würde uns natürlich einen ordentlichen Sprung nach vorne geben momentan. Da wären wir sogar Vierter. Dann spare ich mir kurz die Kohle zusammen. Ne, wir sind momentan sogar schon auf 4. Das könnte mal einen ordentlichen Sprung nach vorne gehen, weil die Teile da sind, ne? Wenn ich das richtig sehe, sind wir nämlich jetzt sortiert. Sind wir nämlich jetzt auf 4 momentan. Oder sehe ich das jetzt gerade komplett falsch? Ne. Da ist irgendwie noch... Da ist das Vergleich der Fahrzeuge. Oder ist das das... Ne, jetzt sind wir nicht momentan. Schade. Ich spare mir die Kohle zusammen und dann hebe ich mir die auf, dann machen wir den Sprung nach vorne. Dann hüpfen wir damit irgendwo vorne mit rein. So, gehen wir auf jeden Fall rein ins erste freie Training. Geht nämlich jetzt gleich los.
So. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Let's go. So, gehen wir mal raus auf die Strecke, ein bisschen fahren. Das erste Mal von 1 mit dem neuen Fernseher. Man hat ja quasi noch einen Fernseher geliehen. Wenn der Alter kaputt gegangen ist, deswegen geht's jetzt ordentlich los mit diesem Textmarker gelben, gelb-weiß-schwarzen Auto. So, gucken wir mal, was wir heute, beziehungsweise dieses Rennwochenende reißen können. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir dann mal ein Pünktchen mitbekommen haben. Der Auftrag liegt schon mal besser als in die letzte Saison. Das heißt, es könnten ein bisschen mehr Punkte geben. Aber da sind noch Strecken dabei, die mir nicht so liegen. Jetzt geht es, wie gesagt, erstmal hier in China rum. Das ist übrigens... Was ist das? Doch, das ist tatsächlich das erste Jahr, erste Training im neuen Jahr. Entschuldigung, ich hoffe, ihr seid noch ein frohes neues Jahr natürlich auch erstmal. Ich hoffe, ihr seid natürlich gut reingekommen. Und ja, freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder jetzt mit am Jahr am Start bleibt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, schauen wir mal. Wir sind, wie gesagt, zu Gast in Shanghai, in China, wo wir unbedingt ein gutes Rennwochenende holen wollen. So, hier die lange, lange Gerade. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So. Ja, noch eine kleine Meldung vom Renningenieur. Ich hasse euch ja auf die Untertitel reingebracht. Ich habe nur auf Englisch stehen, bewusst auf Englisch stehen. Also. Der erste Sektor, klar, ist mal violett, aber gucken wir mal, wie gesagt, dieses Wochenende wird. Ich habe mir da keine allzu großen Hoffnungen, aber schauen wir einfach mal. Ich spare mir schön die Punkte zusammen und dann gehen wir auf die Fahrzeugleistung. So, ein bisschen zufällig nehme ich raus. Ich rutsche auch immer sehr gerne mal raus. So. Halt 37,3. Ein paar Autos sind auch schon unterwegs. There's three laps of fuel remaining. So, da ist ein Auto unterwegs. Die Frage ist, ob das unser Teamkollege ist oder ob es ein Renault ist. So, bist du noch mit Schwung mitgenommen? Boah, warum habe ich den überhaupt nicht? So, es wird da mal eine neue Bestzeit geben.
Wenn wir die letzten zwei Kurven nicht noch verkacken, weil jetzt ja nach dem Loch kommt und dann diese Linkskurve. Hamilton 35,9. Da werden wir sehr wahrscheinlich nicht rankommen. Ein bisschen nochmal verloren. So gute Sekunden hinter der Spitze. So, vor uns ist ein Auto. Ich sehe es immer noch nicht, was es ist. McLaren ist es, glaube ich, oder? Ne, es ist kein McLaren. Punkte schön liegen gelassen, also beziehungsweise die Kurve voll verkackt. Ja, das könnte Mix sein. In the next two laps, please. Das könnte ein Mix sein. Fahrzeug vor mir. Hamilton is ahead of you. Their best lap time is a 1:35.9. Ja, sieht doch McLaren aus. Das dürfte orange sein. So, ein bisschen den Schwung mitnehmen. Jetzt wieder zweiter momentan noch mit Ocon, mit dem wir ja auch so ein bisschen im letzten Rennen in Vietnam so unsere Sachen, unsere Situation hatten, aber ihn eigentlich gut halten konnten. Das ist Ricciardo übrigens, damit ist es klar, dass es ein Renault ist, aber auf hart. Schwung mitten in mir. Sogar nochmal eine Bestzeit hingelegt in dem ersten Sektor. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Nein! Erster Sektor violett, zweiter Sektor grün und dann geht mir der Sprit auf der langen Geraden aus. Ich habe schon gesehen, dass da hinter mir jetzt gleich ein Red Bull auftaucht. So, das legendäre Kiesbett hier rechts. Ja, momentan Albon ist es gewesen, der sich jetzt vor Ricciardo setzt. So, dann sind wir durch mit dem ersten freien Training. Wir waren gut dabei, wie gesagt, zweiter ist okay. Gut, dritter jetzt knapp, aber Sainz dran.
Leclerc, also Ferrari, Mercedes, jetzt wird wahrscheinlich Bottas noch irgendwann seine Zeiten kommen. Ich denke, die Karten werden erst frühestens im freien Training, frühestens im Qualifying morgen auf den Tisch gelegt. Siebter, ja, Sonntag. Achter. Kommen sie doch nochmal alle nach vorne. Albon. Na, ziemlich auf Augenhöhe mit Leclerc und Vettel. Das hätten wir vielleicht packen können noch. Wenn der Sprint nicht ausgegangen wäre, hätten wir es wahrscheinlich sogar noch geschafft. Die Zeiten zu schlagen. Sind wir nicht mehr guter Dinge, dass wir momentan an den Top 6 stehen. Obwohl wir nur aktuell 9. glaube ich sind. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Verstappen, Hamilton und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, gut. Weiter geht's mit Training Nummer 2 heute. So. Weiter geht's mit Training Nummer 2. So, ich möchte nochmal auf Medium gehen. Dann gehen wir diesmal auf die Soft. Wir haben ja Möglichkeiten. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So. Ich denke, das ist das frühestens in der dritten, vielleicht vierten Saison erst mit der die Meisterschaft mitfahren können. Naja, schauen wir mal, was jetzt im zweiten Training ist. Erster Training, Platz 9. Naja, mal gucken. Momentan macht mir das ein bisschen Mut, dass mit diesem das Ergebnis, dass wir eine Chance haben, hier nochmal Punkte mitzunehmen. Wenn wir so regelmäßig meine Pünktchen sammeln, dann könnte das funktionieren, da nochmal anzugreifen. So, auf geht's. Hochstellen auf überholen und dann gib ihm. So klar, Bestzeit, erster Sektor. Ja, die Kurve, die versemmle ich immer ein bisschen. Die kriege ich nicht wirklich getroffen. Dafür hier der zweite Sektor.
So, jetzt schön die Haarnadel treffen. Treffer 30-0 ist der erste Treffer von uns. So, Perez ist jetzt vor uns. Den ich ja so ein bisschen für unser Team auf der Liste habe. We have two laps of fuel remaining. Den hätte ich so gerne im Team. Wir sollen die andere auch. Aber gucken wir mal. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Fahren noch mal ein bisschen Sprit. So, einen Versuch setzen wir nochmal. You're nearly out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. So, Bottas jetzt mit der schnellsten 33. Ach, die Mercedes lassen sich nicht um. Die kontern unsere Zeit. Sind momentan auch nur 1,2 Sekunden. Also ich habe vermutet, dass wir gegen die Mercedes keine Chance haben werden. Box this lap, please. Box this lap. Aber warte mal, wenn irgendwann der Leistungssprung kommt von uns. Ich hoffe, dass der diese Saison nochmal kommt. Ich vermute, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht nach dem nächsten Rennen. Da kommt nämlich nochmal eine Motorausbaustufe dazu. Das könnte passieren, dass wir da nochmal einen Sprung machen werden. So, probieren wir es nochmal mit dem in der Möglichkeit zu beholen. So, Perez geht jetzt auf 3 vor. Vermutlich, dass er jetzt aber angreifen wird. So, machen wir danach auch Feierabend mit dem zweiten freien Training. Ich probiere gerade nur ein bisschen mal gegenzuhalten, ein bisschen zu dass ich auch mich ausreizen kann. Ich vermute aber, dass es jetzt ändern wird. Thank you.
Da gab es eine ganz leichte Berührung. Ja, super. Naja, dann müssen wir jetzt tatsächlich nach Hause schleichen. Oh, schon mal auf 5 mittlerweile. Na, jetzt schiebt sich Ricciardo noch da rein. Ja, momentan sind wir Zweiter vor Perez, vor Hamilton. Was auch eine schöne Momentaufnahme wäre. Ich denke, wie gesagt, für Mercedes wird da vorne gar nicht reichen. So, dahinter kommen jetzt alles angeflogen. Ist ein Renault, ich sehe schon. Ricciardo, den lasse ich mal ziehen. Und das nächste ist ein Ferrari, den ich jetzt gleich mal ziehen lassen muss. Ich weiß gar nicht, ob es Vettel oder eben Leclerc ist, aber ich dachte, Leclerc ist es. Ja, warum da auch? Ja, kommt der Vettel noch hinterher. Come in this lap, please. Box this lap. Das wurde aber knapp auf einmal mit dem Ding. Ich habe einfach nur auf den Knall jetzt gerade gewartet. Dass ich da die Ferrari komplett wegschießen. Also ich bin eigentlich komplett runter gewesen von der Linie, dass ich dann sagen kann, okay, den lasse ich ziehen. Ein Haas jetzt. Magnussen. Ja, der sieht gelb, die KI sieht gelb und denkt, okay, ich muss runter vom Gas. Und da noch kein weiteres Auto, was da auftaucht. Hat der Hass einen kaputten Flügel? Hab ich das gerade richtig gesehen? Ne, hat er nicht. Sah mir nur so aus auf dem. Oh, da kommt aber auch ganz schön rüber, Kollege. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, ich weiß. Machen wir jetzt auf. Wir gehen jetzt auch direkt in die Box. So, Vettel hat sich jetzt vorbeigeschoben. Jedenfalls auf Soft. Wir sind durch. So. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So far, our fastest lap is a 1:35.0. So. Gut, dann sind wir durch für heute. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Aber wie gesagt, wir sind ziemlich auf Augenhöhe mit Ferrari. Also es ist wirklich eine 100-200-Zelle. Das ist nicht so viel.
Dann schauen wir einfach mal, was jetzt rauskommt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Verstappen und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Na, auch wenn wir einen guten Sprung gemacht nochmal. Gut, weiter geht's mit Training 3. So. Rein gehen wir. Wie gesagt, ich spare mir die Kohle zusammen. Und wir wollen ja natürlich noch eine Motorausbruchstufe. Noch ein bisschen mehr Leistung rein in das Auto. Ich würde gerne halt den Sprung nach vorne machen. So, okay, weiter geht's. Wie gesagt, dritte freie Training. Nochmal auf die Soft. Immer noch 630 nur, aber gut, die Punkte gibt's später. So. Ja, schauen wir mal, was wir heute so zusammengefahren bekommen. Das letzte freie Training in diesem für heute. Letzte freie Training. Jetzt Trainingsabschnitt, Training Nummer 3. Und dann geht's morgen im Qualifying weiter. Und am Sonntag schauen wir uns dann noch das Rennen an. Und dann geht's. Dann schauen wir mal, was final am Ende rauskommt in diesem Rennen. Und ich hätte die Ergebnisse ganz gut. Platz 9 und Platz 4. Das ist momentan der Mix. Wir sind so ziemlich auf Augenhöhe mit Ferrari und das wäre doch in Ordnung. So, einfach mal kurz alles hochstellen und dann schauen wir, was drin ist. Aber jetzt wieder 4 Runden schaffen, weiß ich noch nicht. So, die schöne Schneckenkurve durch. Fast wieder Richtung Finale. Momentan erst in beiden Sektoren klar violett, aber das könnte trügen. Ist noch nicht, was da mal rauskommt. So.
34,5. Ich glaube 33. Oh, der Glück gehabt, dass er da noch, dass der Wagen herauskam gerade. Das ist ein Williams gewesen. Noch nicht. Nicht uns direkt in die Spur gezogen ist. We've only got two laps of fuel left. So, schon wieder ein bisschen verloren. Na, die sind nicht so gut bisher, die Runden. Ah gut, einen Fall, dann fahren wir danach noch. So, ich spare mir jetzt ein bisschen Sprit und ein bisschen Energy und dann schauen wir mal. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. So, hinter Russell jetzt. Das war der Haas, der vor uns war. Muss man sich auch mal dran erstmal gewöhnen, dass der Russell auf einmal im Haas sitzt. Klar, die Rundenzeit kannst du knicken im Moment an. Ja, ich fahre jetzt bewusst ein bisschen. Noch ein paar Röhnchen. So, momentan ist sogar voll leer. Box this lap, please. Fahrer hinter mir. Okay, the time last lap was a 1:35.7. Fahrer hinter mir. Leclerc behind. Their best lap time is a 1:35.5. Eine Sekunde hinter uns, okay. 35,5 ist er gefahren. Wir sind 34,5 gefahren. Nee. Ja, ich fahr doch eine Runde, wie gesagt. Ich fahre jetzt auch ein bisschen nur, um zu schonen. So, dann sind wir auch gleich durch. Mit der Motorbremse in die Steckkurve gehen. Das ist jetzt eigentlich gerade auch egal. Wieder, wir haben hier nutzen den Williams und das ist Jordan King, unser ehemaliger Teamkollege, der ja, mit dem ich ja die erste Saison angefahren habe. Ja, in der letzten Saison angefangen habe ich erst ein paar Rennen, bis ich dann die Möglichkeit hatte, Mick zu verpflichten. Also mein Ziel ist es eigentlich tatsächlich, um noch einen zweiten Fahrer zu kriegen, der regelmäßig seine Punkte sammelt. Und ich hoffe, dass es dann eventuell Vettel oder so sein würde, oder Perez sein. Aber Perez wäre vielleicht so eine Idee. Der hatte nämlich die Möglichkeit, ein paar Punkte mitzunehmen. Aber schauen wir mal, was dann am Ende finanziell vor allem für uns drin ist. Die Frage, ab wann das theoretisch möglich ist. So, Bottas jetzt mit Medium. Da auf 2 dahinter. Fahrer hinter mir. Bottas is behind you. Their best lap time is a 1:35.3. 35,3. Seit Brasilien letzte Saison haben wir ja kein Training mehr gewonnen. In Brasilien haben wir das komplette Rennwochenende dominiert. Und da wäre ich zufrieden, wenn es so wäre. Aber gut. Ach, scheiße. Ich wollte nicht in die Box fahren. Na ja, gut, schauen wir mal, was war das? Dann gehen wir zurück so in die Garage.
Ich nehme die Runde noch mit und dann fahren wir, gehen wir zurück in die Garage. Und wenn, sind es dann 4 Runden, die uns auf die Uhr stellen, aber deutlich vorne, klar. Auf der Soft Chance ein bisschen zu funktionieren mit dem Auto. Auf dem Medium eher nicht so ganz. Aber wie gesagt, das Qualifying muss noch, steht noch an. Hamilton, ja, auf Soft ran. Lassen Sie uns die lassen uns das erste Freitraining mal zu gewinnen. Seit Brasilien. Nein, Bottas konnte hat unsere Zeit. 34-1, ja, schade. Aber wir stehen zwischen den Mercedes vorne dabei. Leider nicht. Leider dürfen wir kein Training mit angewinnen. Ja, Podiumspass Rang 7 haben wir freigeschaltet. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Richards und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Jo. Dann haben wir das auch durch. Und dann geht's dann gleich weiter schon mit dem mit dem Qualifying natürlich. So, gut, dann war es das für euch heute mit dem freien Training. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Qualifying um 14 Uhr. Bis dann.